So darf ich jetzt nicht mehr mit den anderen sprechen, weil ich aus Versehen richtig gegangen bin. Oder kann ich das noch ändern? Wo war das Logbuch, war das, ne? Verbündete und Beziehungen. Zusätzliche Aufgaben. So, ich will erstmal nämlich mit den anderen Leuten reden. Müssen wir ja wissen, was wir hier... Mello, du hast die Konsolen hier unten doch schon gecheckt, oder? Ist das ein... Ich glaube, du hast vergessen, sie zu bestätigen. Ich dachte gerade, das wäre ein Batarianer, ganz gut. Kurz, und habe ich gefragt, hä? Batarianer? Seit wann? Ihn fand ich ganz korrekt. Einfach nur falsch. Es ist ein Albtraum. Was denn? Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Oh, bitte nicht. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Warum ist wieder alles so politisch? Ich will nicht schon wieder Politiker spielen. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Ich kann mir das mal anhören. Ich habe zwar eigentlich gar keinen Einfluss, vor allem nicht auf sowas. Ich meine, ich bin Pathfinder, kein Spectre. Aber warum nicht? Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte. Sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Ach ja. Datenpad. Lieutenant, basiert auf Statusbericht 16C sind wir unserem Ziel offenbar keinen Schritt näher, in einem Sektor Fuß zu fassen. Ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko und der anhaltende Verlust an Ressourcen und Leben machen eine Rechtfertigung schwer. Bei einer so niedrigen Moral müssen wir die Erwartungen erneut herabsetzen. Kandros. Ah, das klingt ja nach Spaß. Aber er hat auf mich einen recht vernünftigen Eindruck gemacht, weil er hat sich erstmal darüber gefreut, dass jemand lebt. Statt direkt darauf rumzuhacken, dass wir Pathfinder sind. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Bist du jetzt Garrus 2.0 oder was? Also ich wüsste erstmal etwas über die Cat. Ich finde den Namen irgendwie seltsam. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen. Und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Was machen sie denn mit den Gefangenen? Das hätte ich jetzt noch gerne gewusst. Warum sind sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon.
Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garstens Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Gian Garsten ist wahrscheinlich der turianische Pathfinder gewesen, würde ich mal tippen. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Cat uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Hoffentlich mal die Leute, die da auch hingehören. Er macht irgendwie den Eindruck... Er macht auf mich einen echt guten Eindruck, weil... Er ist vorsichtig, er weiß Leben zu schätzen und wirft es nicht einfach weg. Und er hat sich da hochgearbeitet und ist nicht einfach irgendwie... befördert worden, weil, keine Ahnung. Also er weiß halt, wie es wirklich funktioniert. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Ja, so ein paar Kampfturianer wären ganz geil. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich Sie autorisieren, sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Danke. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal. Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Ist ja interessant. Also er muss uns ja schon hart vertrauen, wenn wir ihm... Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Jo, Bro. Okay, er ist korrekt, glaube ich. Vertrauen tue ich ihm noch nicht, aber schon mal mehr als allen anderen. Dir muss ich noch helfen. So, das Problem daran ist, blind zu spielen ist, dass ich jetzt ausnahmsweise tatsächlich sogar nicht weiß, wo ich für die Quests hinlaufen muss. Anders in Mass Effect 2 und 3, da wusste ich eigentlich die ganze Zeit, was ich zu tun habe. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Nichts Illegales, zu klein. Sie wären überrascht. Es gibt Oscillia-Rebstöcke in der Saatbank. Niemand stellt in Andromeda Creeper her. Sie wären überrascht. The fuck? Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir, mal abgesehen von den Cat, auch noch damit Probleme haben werden, dass wahrscheinlich unsere eigenen Leute versuchen, uns zu sabotieren. Willkommen, Unbekannter 2.0. Ich bin schon gespannt darauf, wenn wir uns sehen. Oder wir haben Glück und können sie davon überzeugen, zurückzukommen. Das darf man nie vergessen. Man sollte niemals der sein, der zuerst schießt. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Ich finde, was Lucio sagt, macht Sinn. Liam. Ich werde ihn die ganze Zeit Lucio nennen, ist mir völlig egal. Weil ich meine, er sagt, okay, ich gebe dir Vorschussvertrauen, aber bis sie wirklich Vertrauen musst du dir verdienen. Das macht Sinn. Ich glaube, so würde so ziemlich jeder halbwegs normal denkende auch handeln.
Da bin ich dann sogar auch mal optimistisch. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Machen wir. Okay, so viele Orte. Gehen wir erstmal da hinten noch hin, beziehungsweise was haben wir hier? Ach, ein Waffenhändler. Ah, und hier ist wahrscheinlich der... Ist das ein Fernseher? Reden wir erstmal mit dem Gefangenen. Ups, mit dem Gefangenen Turian am Mikroruckler. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder, ich will zu Nilken Ranzes. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Eigentlich bin ich hier, um mal... Ich meine, warum braucht es mich, um ihn ins Exil zu schicken? Müsste sich eigentlich denken können, dass ich nicht deswegen hier bin. Ich wüsste gerne erstmal, welche Beweise gibt es und vor allem, was fehlt denn bei den Beweisen und was ist seine Darstellung? Ihre Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, sie waren es nicht und dass sie sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert, von Feinden überrannt, unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Ja, und danach ist er dann gestorben, aber hat jemand gesehen, wie er gestorben ist? Ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass irgendein Feind ihn abgeballert hat. Und als er dann getötet wurde, ging man davon aus, dass sie es waren. Mit gutem Grund. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Wenn er einen Schuss abgefeuert hat, warum ist dann die Brust von ihm explodiert? Aber wenn es so ist, also selbst wenn es so, wenn er ihn getroffen hat, dann war es zumindest keine Absicht. Es war ja ein Sandsturm, das müsste doch auch jeder gesehen haben. Das tut mir leid. Ist ja schrecklich. Wir standen uns nahe. Er war ein verdammter Stur. Ich habe ihn dafür bewundert. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Aber im Prinzip gibt es ja kein... Also normalerweise ist doch im Zweifel für den Angeklagten. Und es gibt ja keinen Beweis, dass er ihn gesehen und abgedrückt hat. Vor allem, welcher Richter hat das überhaupt entschieden? Es gibt hier Gerichte? Ich sehe mir die Beweise an. Vielleicht passt ja was nicht zusammen. Es wäre schön, wenn jemand ohne Vorurteile sich mit der Sache beschäftigen würde. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Kandros kann mir Zugriff geben. Wer war das noch? Waffenhändler einkaufen? Warum kann ich bei ihm und da hinten einkaufen? Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Das ist eine gute Frage. Warum stehen da Preise? Ich meine, das wäre doch eigentlich genau die Situation, in der man Waffen kostenlos bekommen müsste, weil wir die einzige Hoffnung sind, die verblieben ist. Wenn ich da Waffenhändler wäre, würde ich sagen, hier nimm alles, was ich habe. Ist mir egal. Wenn ich tot bin, kann ich mir weder von dem Geld noch von den Waffen was kaufen. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Na super. So, was können wir denn alle Objekte... Nee, Waffen. Er hat ein Präzisionsgewehr. Viper, ich hab doch einen Viper.
Achso, mein Objekt, der Händler. Okay, Präzisions. Gucken wir erstmal Präzisionsgewehr. Der hat auch die Viper. Nahkampf. Ich glaube, der hat ungefähr das, was wir auch haben. Na, die Falken. Hoher Schaden, hohe Präzision, viel Gewicht. Alle Bergungsgüter verkaufen. Das ist wahrscheinlich Schrott verkaufen. So, ansonsten hat er nicht viel. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei unserem Standardkram. Das Terminal hat wahrscheinlich dasselbe, ne? Ja, der hat dasselbe. Okay, dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit Kantros. Genau. Ich muss mir die Namen noch ein bisschen merken. Hi. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich würde dich gerne zum Mordfall befragen, nach den Beweisen. Ich habe mit Nilkan Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Irgendwie pa kommt der Mord dann zu passend. Ich meine, wenn die Stimmung vorher schon so aufgeheizt war, dann wäre ich vor allem dabei extrem vorsichtig gewesen und hätte nur verurteilt, wenn wirklich 100% aller Fakten stimmen, weil, beziehungsweise 100% aller Beweise darauf hindeuten, dass es keine andere Sache gibt. Weil das ist ja abzuschätzen. Ich meine, wenn du Unfrieden stiften willst in einem Sandsturm, wartest du, bis er seine Waffe erhebt und schießt ebenfalls. Nur um die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Das ist die simpelste Sache. Ist das nicht weit hergeholt? Von wem wurde er verurteilt? Es gab einen Prozess und er wurde für schuldig befunden. Kurz und knapp. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt: Glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Er scheint ihm nicht zu glauben. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt. Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Okay, vielen Dank. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. So, dann möchte ich erstmal die Einsatzteammission. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Okay. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da Sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich Sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Sie vertrauen sie mir an. Das ist echt sehr viel Vorschussvertrauen. Ich werde Ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Besten Dank. Das ist, glaube ich, der Multiplayer-Part. Das ist immer noch dasselbe Datenpad. Jo. So. An welcher Konsole kann ich mir jetzt das Video ansehen? War das hier? Aufnahme. Ja. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen. Du musst die Evakuierung anfordern. Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Die Sache ist, wir wissen ja von Garrus, dass es relativ normal ist, dass es
Gerangel gibt auf turianischen Schiffen. Habe ich mit dir eigentlich schon geredet? Ja, ne? Pathfinder, ich finde es nicht mehr so schlimm, ein Jahr verpasst zu haben. Alle sind völlig fertig. Und sie können nichts tun, außer zuzusehen, wie die Reserven schwinden. Und jetzt sind alle Augen auf uns gerichtet. Ich weiß nur, dass wir die Sache in Ordnung bringen müssen. Ja, großartig. Wenn sonst nichts ist. Aber der Planet ist giftig. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigem Gewebe speichern, wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig, wie unsere Expedition beweist. Hier sind also die Intelligenzbestien. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Darf ich mitmachen? Nee. Aber wer macht denn hier was? Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Okay, sonst noch was? Hallo Pathfinder! Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Klar. Unbedingt. Worum geht es denn? Sam und ich haben auf Grundlage Ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort. Testen Sie sie in der Praxis, dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Klingt gut. Hast du noch was? Diese Bioscans sind fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht weitere Daten für unsere komparative Konservierungsstudie beschaffen? Klar. Für was für eine Konservierungsstudie? Ah, meine Arbeit ist auf dieser Konsole dort. Aber kurz gesagt, wir vergleichen und konservieren Organismen aus beiden Galaxien. Wenn Sie dem Verzeichnis weitere Bioscans und Proben hinzufügen, kann ich Ihnen einen Finderlohn anbieten. Und? Interessiert? Okay, das heißt scannen. Und was ist mit Dr. Sonski? Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Ich habe ein Außenteam losgeschickt, um Werte von einem Bereich der Geißel zu messen, der sich ungewöhnlich verhält. Sie haben sich schon länger nicht mehr gemeldet und die Sensoren können ihr Shuttle nicht orten. Ich habe sie losgeschickt. Gute, fleißige Leute. Ich habe Angst vor dem, was ihnen zugestoßen sein könnte. Bewahren Sie die Fassung. Ich bin der Hoffnungsverbreiter. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wenn ich da draußen bin, werde ich versuchen, sie zu finden. Ihre Freunde und Angehörigen wollen wissen, was geschehen ist. Und ich muss es wissen. Okay. Hätten wir das geklärt. Aber auch mal interessant, jemand anderen als großer Wissenschaftler zu sehen als Salarianer. So, Konsole. Endgültiger Vorschlag, Professor N. Herrick et al. Okay. Da wir per Definitionem in Andromeda eine eindringende Spezies sind, unser unvermeidlicher Fußabdruck mit äußerster Vorsicht erfolgen und wir müssen alles bewahren, was wir ersetzen. Der Helios-Cluster stellt eine unerwartete Herausforderung dar. Wir sind mit Saatgutarchiven und DNA-Banken gekommen, um die Bioversität der Milchstraße zu bewahren. Aber dieser Cluster wurde von der Geißel heimgesucht und seine einzigartige Fauna und Flora sind dadurch bedroht. Auch sie müssen bewahrt werden. Okay, ich hasse sowas vorzulesen.
Geophysik 6 Beta-Version. Patch Notes. Chief R. Lucan. GSV 2031. Interface mit Universalwerkzeug überarbeitet. Minimaler Lag. Stimmerkennung reagiert jetzt auf Chemi und Chemi. Chemi. haptisches Interface ist nicht länger standardmäßig transparent. Haptisches Interface nicht gefunden. Sam Handshake Protokolle angepasst. Okay. Hier ist auch wirklich alles kaputt, oder? Die stehen hier wie die letzten Dorftrottel. Kann ich mit dir noch reden, du? Ihre Planetenscans offenbaren uns die Schönheit des Kosmos, Pathfinder. Aber sie können noch mehr. Ach, du hast noch eine Quest für mich. Ja, gib Denken her. Sie an etwas Bestimmtes, Doktor? Wir planen die Eröffnung einer Schule, um eine neue Generation junger Geister zu inspirieren. Ich möchte, basierend auf Ihren Daten, ein ebenso exaktes wie prachtvolles Modell des Clusters für Sie anfertigen. Mein Prototyp ist auf dieser Konsole. Wenn Sie das Modell durch weitere Scans ergänzen, werde ich mein Bildungsbudget mit Ihnen teilen, verbunden mit meinem Dank. Das ist eine gute Idee, eine Schule zu bauen. Ich meine, es wird hier ja höchstwahrscheinlich auch Nachwuchs geben irgendwann mal. Clustermodell Dr. Lenomi Aridana. Die drei ersten Systemmodelle werden nächste Woche fertig. Dann sehen wir unseren Platz in der Welt. Orbitale Varianz für die Nexus muss korrigiert werden, da die Bauvorhaben unsere Ausrichtung verändern. Zur Erinnerung, unsere Töchter werden keine Stase kennen. Sie haben nicht 600 Jahre geschlafen. Sie werden Kinder von Andromeda sein und von allem, was uns bevorsteht. Dieser Cluster in seinem Chaos hat uns nicht willkommen geheißen. Aber nicht unser Leid zählt hier, sondern was wir in die Waagschale werfen. Soll das ein Gedicht sein? Ich glaube nicht. Es war so in Versform geschrieben. Ich war gleich ganz kurz verwirrt. Wegen der Betonung. So. Okay, wir müssen noch mit diversen Leuten reden. Unter anderem scheinen wir auch nochmal mit Tan. Ryder, mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters. Danke. Da kommt ja früh. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Was ist passiert? Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative? Dein Ernst? Ich würde mir eher Sorgen um die Leute machen. Das hatten wir alle schon gefragt. Oder hatten wir das schon? Weiß es gar nicht. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Okay, das erklärt aber zumindest, wo die sind. Das bedeutet, die kommen aber... Ich habe bisher aber wirklich null Quarianer gesehen. Das dürfte interessant werden. Beziehungsweise... Man weiß ja nicht, wie... Wenn Mass Effect 3 währenddessen derzeit jetzt hier gespielt hat, dann... ist fraglich, glaube ich, ob noch Quarianer oder sonst wer nachkommt. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns,
Es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Oh, das erklärt, warum sie keinen Arbeitsplatz hat. Was ist denn passiert? Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Na, zumindest hat sie die ganze Katastrophe danach auch nicht miterlebt. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, ob die, wer jetzt hier böse und wer gut ist. Ich meine, es hat sich schon recht häufig rausgestellt, dass die, die im Exil waren, die verbannt wurden, eigentlich Recht hatten. Und warum werden eigentlich immer wenn irgendetwas schief läuft, sind die Kroganer die Lösung? Ja, wir werden von Rachni angegriffen, lass die Kroganer los. Wir werden von Reapern angegriffen, lass die Kroganer los. Ein Aufstand, lass die Kroganer los. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Also wenn sie vorher dagegen war und dann dafür, dann... Das macht mich schon mal noch ein bisschen mehr stutzig. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Alter, oh nein, jetzt geht der ganze Scheiß schon wieder los. Boah, können die sich nicht wenigstens einmal untereinander einig sein? Ein verschissenes Mal. Warum mögen sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Die Kroganer haben sich gegenseitig mit Atombomben geworfen, weil irgendein Vollidiot sich dachte, hey, die Kroganer da, die können gut regenerieren, die sind ultra stark, die sind zwar noch lange nicht in der Weltraumphase und haben auch noch nicht die Waffen, aber lass denen mal Waffen geben und gegen die Rachni kämpfen. Und dann haben sie gegen die Rachni gewonnen und dann wurden die Kroganer nicht beachtet. Sie haben kaum Anerkennung dafür bekommen, dass sie die Rachni-Kriege gewonnen haben. Welche Spezies war das nochmal? Ich glaube, die fängt mit S an und hört mit Alariana auf. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber da war irgendwas. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Ist karrieregeil. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig.
Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Wer hat das finanziert? Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Alter, halt's Maul. Jetzt schon keinen Bock mehr mit dem zu reden. Was ist denn deine Funktion, mal abgesehen davon, Kroganer zu haten? Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Ach. Wer war denn dein Vorgänger? Wahrscheinlich jemand, der vernünftige Absichten hatte und nicht eine andere Spezies, weil er Bock drauf hat, hasst. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Praktisch argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Sowas nennt man Politik, Dude. Welches Problem haben Sie mit ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch, überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle 7 Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Was ist denn Ertragsmanagement? Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Okay. Dann noch eine letzte Frage. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Welche Posten? Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Sie werden feststellen, dass unser beider Zukunft vom Erfolg des anderen abhängt. Viel Glück. Ehrlich gesagt, ich will nicht, dass er Erfolg hat. Am Anfang fand ich ihn noch ein bisschen sympathisch, aber der wird noch Probleme machen. Ich glaube nicht, dass du überlebst. Tut mir leid. So. Das sieht immer noch geil aus. Kann ich bei dir noch was machen? Nope. Blub. Das ist echt verwirrend, die Anzeige hier oben. Da ist unsere Kroganerin. Die hat einen vernünftigen Eindruck auf mich gemacht. Vor allem,
selbst allein dadurch, dass er das Tan die Kroganerin hier sieht, die ja ziemlich friedfertig ist, sollte seine Meinung sich schon ändern. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Andock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind, aber das macht nichts. Es ist mir egal. Wir wissen, dass das Problem größer ist, als wir dachten, und arbeiten daran, es zu beheben. Das ist alles.